Willkommen zurück bei Darts Liebe und bei deiner Trainingsreihe, die aus dir einen besseren Dartspieler machen wird. Im letzten Video haben wir uns mit dem Doppeltraining beschäftigt und heute geht es um einen ganz wichtigen Aspekt im Dartsport. Vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass du deine guten Trainingsleistungen in einem Spiel nicht wieder abrufen kannst. Bei den Profis ist das manchmal auch so und wir schauen heute, warum hier oben der Kopf so entscheidend ist. Viel Spaß dabei! In vielen Leistungssportarten und auch beim Darts ist es eine gängige Ansicht, dass 50% im Kopf stattfindet. Das heißt, du musst mental fit sein, wenn du deine Leistungen abrufen kannst. Aus meiner Sicht ist neben der Tagesform vor allem das richtige Mindset ein entscheidender Faktor, der über Misserfolg oder Erfolg entscheiden kann. In der nächsten Woche schauen wir uns noch Rituale und mögliche Tipps und Tricks an, mit denen du auch während des Spiels wieder in den Fokus kommen kannst und ruhig bleiben kannst, aber heute soll es erstmal darum gehen, mit dem richtigen Mindset in ein Spiel reinzugehen. Dazu habe ich dir zwei Aussagen mitgebracht und jetzt gibt es einen kleinen Test. Bitte ganz spontan und intuitiv antworten. Wenn du dich jetzt für A entschieden hast, bist du schon mal auf einem guten Weg. Schau dir aber trotzdem noch an, warum die mentale Einstellung so wichtig ist. Hast du die Aussage B gewählt, dann hast du wahrscheinlich ähnlich wie ein Großteil der Spieler perfektionistische Tendenzen. Das ist erstmal nichts Schlechtes, denn Perfektionisten wollen ja auch ihr Spiel verbessern. Allerdings kann die Situation zwischen einem hohen Anspruch haben, motiviert sein und immer das Beste geben wollen, auch leicht kippen in einen Perfektionismus, der deinem Spiel schadet. Und ich erkläre dir jetzt auch, warum. Diese perfektionistischen Tendenzen können sich enorm negativ auf dein Spiel auswirken. Und zwar, wenn dein hoher Anspruch gekoppelt ist mit einer Intoleranz, Fehler zuzulassen. Das heißt, wenn du nicht bereit bist zu sagen, es ist auch in Ordnung, wenn ich mal ein Feld nicht treffe. Und wenn du genau diese Einstellung hast, dass du dir keine Fehler zugestehst und dass du dich aufregst, wenn du Fehler machst, dann kommst du in Drucksituationen. Und viele haben auch eine Angst davor zu scheitern. Das ist ein Grund, warum dann auch in Matches vor Publikum zum Beispiel auch oder wenn es wirklich um was geht, die Leute dann ihre Leistung nicht abrufen können. Was passiert jetzt im Körper bei diesen Drucksituationen? Ein ganz natürlicher Vorgang und an dem können wir nichts ändern, der ist einfach evolutionsbedingt und auch wissenschaftlich nachgewiesen, ist die Ausschüttung von Stresshormonen. Das Ganze diente früher zum Schutz vor Gefahren. Menschen mussten teilweise vor wilden Tieren flüchten. Der Körper schüttet dabei Stresshormone aus, spannt die Muskeln an, damit wir schnellstmöglich wegrennen können. Für unseren Dartsport ist es natürlich absolut unvorteilhaft, wenn wir in diese Situation gelangen, denn unsere Muskeln spannen sich an und unser Puls erhöht sich. Das heißt, wir können nicht mehr ruhig, fokussiert und konstant unsere Wurfbewegung wiederholen. Jetzt gibt es vielleicht einige Kritiker, die sagen werden, ja, ich brauche doch aber einen hohen Anspruch, um mich zu verbessern und die Dartprofis regen sich doch auch auf, das sieht man auch häufig bei den TV-Übertragungen. Das ist völlig richtig, aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied beim Thema Mindset und den möchte ich dir jetzt noch kurz erklären. Zur Situation 1. Natürlich brauchst du einen hohen Anspruch, um dich zu verbessern. Aber ich gebe dir jetzt ein Beispiel, wo vielleicht auch diese perfektionistischen Tendenzen bzw. das richtige Mindset für dich noch deutlicher werden. Stell dir vor, du hast ein Average von, ich sage jetzt mal 60 Punkten im Training und du kannst den jetzt auf dein Spiel übertragen. Wenn du jetzt das richtige Mindset hast, würdest du sagen, super toll, ich freue mich, dass ich ein Average von 60 habe, dass ich meine Leistung vom Training übertragen konnte und setze mir trotzdem Ziele für die nächsten paar Wochen, dass ich mein Average weiter verbessere. Das wäre die richtige Einstellung. Wenn du jetzt perfektionistische Tendenzen hast oder dein Perfektionismus extrem ausgeprägt ist, würdest du wahrscheinlich eher sagen, ja, das ist doch das, was ich von mir erwarten kann, das habe ich im Training auch immer geworfen und das ist der Standard, den muss ich spielen. Das heißt, hier hast du das Mindset, dass du dich gar nicht richtig darüber freust, sondern du setzt es einfach voraus, weil du bist es ja auch gewohnt vom Training, also warum nicht auch im Spiel? Was passiert jetzt aber, wenn dieser Average im Spiel nicht erreicht wird? Wenn du das richtige Mindset hast, bist du fehlertolerant. Das heißt, du kannst sagen, okay, es ist in Ordnung, den Average von 60 spiele ich gerade nicht, aber ich bleibe ruhig, ich mache weiter. Das heißt, du bleibst konzentriert. Wenn du jetzt aber perfektionistische Tendenzen hast, wirst du in Drucksituationen geraten. Weil du hast Angst zu versagen, du willst ja unbedingt dein 60er Average spielen und gestehst dir auch keine Fehler zu. Das heißt, du gerätst wieder unter Druck und das weißt du jetzt, der Körper schüttet Stresshormone aus, die Muskeln spannen sich an und der Puls steigt. Was dazu führt, dass du im Endeffekt
deine Leistung wieder nicht abrufen kannst, wahrscheinlich noch schlechter werfen wirst oder es vielleicht sogar dazu kommt, dass einfach gar nichts mehr geht. Ja, deswegen mit dem richtigen Mindset kannst du hier auch schon viel bewegen und dir das auch immer wieder während eines Spiels in den Kopf rufen. Also um nochmal zurückzukommen zur ersten Kritik, dass du einen hohen Anspruch haben musst, um dich zu verbessern, das ist richtig, aber du hast auch gerade in dem Beispiel gesehen, es gibt trotzdem Unterschiede, wie ich damit umgehen kann. Ja, und wenn du das richtige Mindset hast und dir auch Fehler eingestehen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du im Spiel ruhig bleibst, dass du fokussiert bleibst und dass du wieder vielleicht auch aus einer schwierigen Phase gerade, wo du gerade nicht gut performst, eher wieder rauskommst als jemand, der sich permanent dann unter Druck setzt und bei dem Stresshormone ausgeschüttet werden. Kommen wir nun zur zweiten Aussage, dass auch die Dart-Profis sich aufregen. Das ist auch völlig richtig, aber in 80-90% der Fällen sehen wir auch einen klaren Leistungsabfall, wenn sich ein Dartspieler immer häufiger aufregt. Kannst du vielleicht sagen, naja, der Gervin Price zum Beispiel, der regt sich ja permanent auf. Ja, auch bei ihm hat sich schon etwas gebessert und bei ihm ist auch noch der Unterschied, dass er ein enormes Selbstvertrauen hat. Ja, und dadurch kann er auch ein bisschen die Situation kompensieren. Viele Leute, die aber perfektionistisch sind, haben eben gar nicht ein hohes Selbstvertrauen. Das heißt, die haben auch keinen Weg, irgendwie diese Drucksituation mit ihrem Selbstvertrauen zu kompensieren und geraten dann einfach nur in Stress und können eben nicht mehr konstant werfen. Also was du heute unbedingt mitnehmen solltest aus dem Video ist, dass du das richtige Mindset haben musst, um in einem Spiel deine Leistung abzurufen. Sage dir auch immer, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle nur Menschen und keine Maschinen und das ist auch gut so. Deswegen schau einfach, dass du ein bisschen fehlertoleranter bist, denn dadurch wirst du im Spiel auch ruhiger und gelassener werden und kannst eher deine Leistungen abrufen. Im Übrigen ist Michael Smith das beste Beispiel, wie das richtige Mindset sich positiv auf deine Leistung, auf deine Performance auswirken kann. Vor 2-3 Jahren war er noch sehr, ich sage jetzt mal, negativ eingestellt im Sinne von, er hat sich häufig aufgeregt, wenn er mal ein Doppel nicht getroffen hat oder wenn er jetzt keine 140 oder 180 geworfen hat. Das hat sich meiner Meinung nach ganz, ganz deutlich geändert. Er wirkt viel gelassener, viel ruhiger. Er ist auch fehlertoleranter. Er sagt, okay, weiter geht's. Ja, weil ich glaube auch, er weiß mittlerweile, dass er nicht in diese Stresssituationen kommen darf, wo eben sich die Muskeln anspannen und wo dann im Endeffekt die Konzentration nicht mehr da ist, um eben konstant seine Leistung abzurufen. Deswegen super Beispiel. Ich glaube, er hat wirklich sehr viel an der richtigen mentalen Einstellung gearbeitet und es ist schön zu sehen, dass es bei ihm auch funktioniert. Unabhängig von dem Mindset kann es natürlich im Spiel auch verschiedene Situationen geben, auf die du reagieren musst. Und das kann auch dazu führen, dass sich Druck aufbaut. Und was du dagegen tun kannst, das heißt, welche Techniken, welche Rituale du anwenden kannst, damit werden wir uns nächste Woche im zweiten Teil des Mentaltrainings beschäftigen. Und bis dahin versuche schon mal ein bisschen an deinem Mindset zu arbeiten, vielleicht auch schon im Training, das kann helfen. Und ich freue mich auf dich, wenn wir uns nächste Woche dann mit Techniken und Ritualen beschäftigen, die dir auch während einem Match helfen können, dich wieder zu fokussieren, dich zu beruhigen und konstant deine Leistung abzurufen. Bis dahin, viel Spaß beim Trainieren. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao.